Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück bei Mannerlords hier in unserem beschaulichen Falkental. Wobei ganz so beschaulich ist es nicht mehr. Wir haben zuletzt die Stufe der kleinen Stadt erreicht und sind auch aktuell munter dabei, weitere hier der Hofstätten auf die Stufe 3 zu bringen und hier so ein richtiges Zentrum zu schaffen, kann man sagen. Außerdem haben wir angefangen, Bienenzucht zu etablieren und ja, sind dabei hoffentlich in Größenordnung Bier herzustellen für unsere Taverne, so dass hier unsere unterhaltungsfreudigen Mitbewohner und Bürgerinnen und Bürger, Leibeigene vermutlich überwiegend, hier auch ausreichend dann mit Unterhaltung und Bier versorgt sind. Außerdem haben wir versucht, nochmal so ein kleines bisschen zu optimieren an unserer Lagerthematik und genau da würde ich jetzt ganz gerne nochmal weitermachen. Wir haben aktuell 3 Familien, die bauen. Allerdings bauen die tatsächlich nur noch hier ein weiteres Lagerhaus, was jetzt in diesem Augenblick auch fertig ist. Ich würde mal einmal sagen, hier lehnen wir alles ab, damit da erstmal nichts eingelagert wird. Das ist sozusagen erstmal eine Reserve. Ich würde dafür ganz gerne hier in diesem Lagerhaus nochmal Leute, nochmal eine weitere Familie einstellen. Und hier bei den erweiterten, ich würde das jetzt gerne ein kleines bisschen aufteilen. Ich würde hier zum Beispiel gerne sagen, dass zum Beispiel Feldfrüchte abgelehnt werden sollen. Und auch, ja, erstmal nur Feldfrüchte. Dann würde ich gerne in unser anderes Lagerhaus hier hinten eine weitere Familie reinbringen. Und hier dann auf jeden Fall Feldfrüchte erlauben, dass die dann hier gelagert werden. Die anderen Dinge können gerne erstmal in beiden auch gelagert werden. Dann haben wir momentan jetzt noch eine Familie frei. Da ist die Frage, was machen wir mit denen? Hier haben wir unser Bienenhaus. Da hatte ich vorhin schon mal kurz geschaut. Veit transportiert. Ich glaube, er transportiert Honig. Genau, schaut mal. Das heißt, wir dürften jetzt demnächst auch Honig zur Verfügung haben. Das ist doch auch eine sehr, sehr schöne Sache. Dann würde ich sagen, bringen wir die letzte Familie nochmal hier in dieses Bienenhaus. Und werden dann schauen, wie es sich weiterentwickelt mit den nächsten Zuzügen. Ansonsten haben wir jetzt auch aktuell 11 Bretter. Das heißt, und wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von der mittleren Stadt. Das heißt, wir müssen nur diese Hofstätte, und das ist auch aktuell möglich, ausbauen. Und dann benötigen wir wieder ein paar Bretter, damit wir hier unsere Brauerei noch ausbauen können. Und dann haben wir hier tatsächlich auch schon die Herausforderungen oder die Anforderungen, genauer gesagt, für die mittlere Stadt erfüllt. Hofstätte Stufe 1 in Eichenau. Okay, sehr gut. Dann können wir nämlich hier auch mal rüberspringen. Hier sind dann, meine ich, im Moment keine Aufgaben mehr. Wir warten noch darauf, dass wir hier wieder etwas Bretter verkaufen können. Doch hier wird noch gebaut. Okay, hier wird noch an einer Hofstätte gebaut. Wenn die fertig ist, können wir, okay, mit der letzten Familie dann hier noch das Forsthaus wieder aufbauen. Okay, da gibt es dann doch noch zu tun. In der Sägegrube wird gearbeitet. Die Baureserve war allerdings wieder, ich würde da schon ganz gerne irgendwie so eine Reserve von 8 behalten. Bretter haben wir jetzt 16. Die Händler haben auch einen Marktstand. Das ist nicht so optimal. Wir wollen Bretter verkaufen. Ja, 15. Das ist jetzt nicht so berauschend. Nun gut. Ansonsten haben wir hier noch so einen kleinen Marktstand. Wie sieht es auch auf den Bekleidungs... Ah ja, hier werden schon Schuhe angeboten. Sehr schön. Die Frage ist... Ne, es gilt leider nicht als Bekleidung. Die Leute hier in Eichenau wissen sozusagen mit Schuhen noch nichts anzufangen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da brauchen wir noch was anderes. Ja, und ich stelle mir dann die Frage, ob wir nicht vielleicht doch dann auch hier in Eichenau eine Gerberei bauen sollten. Und zwar können wir dann in dieser Gerberei Leder herstellen, was wir dann selbst auf dem Markt verkaufen können. Und dann schicken wir eben Leder nach Falkental und nicht mehr die Häute. Auf der anderen Seite Garn, Leinen.
Ja, Leinen, da werden wir noch mal ein bisschen drauf warten müssen. Die können wir irgendwann erst im nächsten Jahreszyklus dann irgendwann bauen, wenn wir den Flachs geerntet haben. Und wir haben ja in beiden Regionen nicht so unbedingt aktuell das Vermögen, um große Importe zu fahren. Das ist so ein bisschen problematisch. Stein und Dachziegel werden auch hier benötigt. Ja, das ist auch so eine Sache, was man machen könnte. Hier bei der Packstation, da werden momentan heute gegen Kriegsbögen getauscht. Dachziegel wäre natürlich auch noch so eine Möglichkeit. Ich frage mich gerade, wir haben doch hier nur den Anbindebalken, oder? Oder haben wir das schon zu einem Stall? Wo hatten wir ihn denn überhaupt? Wo hatten wir denn unseren Anbindebalken? Hier. Den sollten wir vielleicht mal zu einem Stall ausbauen. Weil wir haben ja unseren Ochsen und auch unseren Esel hier von der Packstation. Hier steht zwar Stallfläche 1 von 2. Wenn die Tiere nicht ausreichend Platz haben, laufen sie möglicherweise davon. Das wäre natürlich, ich weiß nicht ganz genau, wie das zu verstehen ist. Also hat die Packstation selber auch eine Stallfläche und sogar zwei Plätze frei, das wäre natürlich gut. Aber vorsichtshalber würde ich mal den Anbindebalken hier zu einem kleinen Stall ausbauen wollen, dass das noch gemacht wird. So, das Forsthaus ist jetzt da. Da können wir mal sagen, Anbaugebiet. Ja, ist jetzt wieder ein bisschen der Klassiker Winter. Nicht so richtig gut zu erkennen. Muss auch ruhig mal ein bisschen größer fassen, aber so in diesem Bereich. Klar, im Moment arbeitet dort noch niemand. Okay, im Handelsposten haben wir ein paar Bretter, die wir verkaufen können. Schön wäre es, wenn wir zeitnah hier auf 15 kommen, damit wir hier dann auch nochmal einen Gemüsegarten bauen können. Ansonsten warten wir hier auf eine weitere Familie. Aha, 13. Immerhin ein Brett verkauft. Ja, ist ein bisschen mühselig im Moment. Aber vielleicht sollten wir hier bei der Packstation mal den Tausch ändern auf. Weil brauchen wir das? Klar, tendenziell brauchen wir es irgendwann für die Kirche. Ich glaube, wir planen dann doch noch mal. Was war das bei dem Thema Industrie? Ja, die Gerberei, 4 Bauholz. So, unser Lager ist hier. Das würde ich hier gerne noch tendenziell mit Wohnhäusern befüllen. Da ist dann die Gerberei so ein bisschen schlecht platziert. Auf der anderen Seite hier sind die Speicher, hier kommen die Häute her. Ich will es auch nicht so unendlich weit rausbauen. Ohne dass es sich anpinnt. Na doch, gut, pinnen wir es an und dann stellen wir es hier neben. Das ist vielleicht ein ganz guter Platz. Werden wir dann doch hier Leder machen und dann das Leder nach Falkenthal bringen und nicht die Häute. Moment, und hier ist ein Lager voll. Speicher? Nein. Was viel Nahrung, was auch eine schöne Sache ist, aber. Okay. Gerade nicht ganz klar, was hier voll ist. Schauen wir mal auf den Bekleidungsstand. Können wir da
die Schuhe sehen. Oh, da vielleicht ganz kleine Schüchen für ganz kleine Kinder. Okay, gut. Hier wird erstmal munter gebaut, wenn die Gerberei fertig ist. Aha, zwei. Sehr schön. Dann werden wir das doch direkt nutzen. Und hier den Gemüsegarten einrichten. So, und wir haben den nächsten Monat. Wir sind bei 59%. Sehr schön. Die Kirchenstufe, die Lebensmittelvielfalt. Das ist eine gute Sache. Dann freuen wir uns hier auf die nächste Familie. Springen nach Falkenthal. Schauen hier auf die Bretter. Sehen, dass wir wieder einige Bretter haben. Sehr schön. Und werden dann auch unsere Brauerei noch updaten. Und sind jetzt auch schon wieder im März angekommen. Hier ist die Baureserve auch wieder raus. Das ist auch so eine Sache, die nicht so richtig gespeichert wird, ist mein Gefühl. 10 würde ich hier gerne mal überbehalten. So, wie sieht's aus mit dem Honig? Keinen. Okay. Beeren sind auch bald leer, wobei die müssten sich jetzt demnächst wieder erholen. Genau, die wachsen. Es sind aber nur noch 56. Haben wir das jetzt wirklich dadurch, dass wir zu stark entwaldet hatten? Wir hatten ja zuletzt die Nachricht bekommen, dass hier Beerenbüsche entwurzelt wurden. Das wäre sehr schlecht. Gut, wir haben eine weitere Familie allerdings hier. Wie setzen wir die dann ein? Ich mal kurz einen Blick hier aufs Lagerhaus. Ah ja, hier sind jetzt Schuhe heute. Das ist jetzt hier da. So was wie Brennholz dürfte hier auch gelagert werden. Eigentlich wäre es gut, hier das auch nochmal zu erweitern, das Lagerhaus, damit man da weitere Leute zur Verfügung hat. Gerste haben wir noch einige. Bier aber nur 7. Also Bier haben wir insgesamt 11. Das ist ja unglaublich. Also das wird ja nach kürzester Zeit wieder weg sein, das Bier. Also Wir haben jetzt aktuell sehr viele Häute, das macht aber nichts, das werden eh wieder weniger. Ja, im März, ich frage mich, ob wir schon im Forsthaus wieder beginnen können. Möglicherweise ist das noch ein bisschen früh. Die kommen jetzt nicht an den Lebensmittelstand. Der Brennholzstand hier ist sogar verwaist, das ist auch nicht gut. Können wir noch einen Lebensmittelstand verschieben? Brennholz, Bekleidung, Lebensmittel. Hier haben wir 2 direkt nebeneinander. Wollen wir jetzt mal sagen, hier sind 2 Honig. Das ist doch eine schöne Sache. Wir sagen mal, wir versetzen den auf diesen Markt. Das wird sich dann zuordnen. Hier sind jetzt Sachen, die werden aber eingesammelt. Fritz transportiert den Honig. Genau, das wird sich hier wieder regulieren. So, dann müssen wir uns natürlich auch nochmal um das Flachsfeld kümmern. Das muss noch gepflügt werden und so weiter, aber das ist wahrscheinlich im März. Auch schwierig. Im Bauernhaus haben wir noch niemanden. Haben wir hier noch eine Familie in der Abbaugrube? Nee, tatsächlich auch nicht. Wie sieht es denn aus im Forsthaus? Machen die schon was? Nee, die warten noch. Okay, dann werden wir die einem anderen Arbeitsplatz zuweisen, und zwar dem Bauernhaus. Damit die sich dann um das Thema Flachs und so kümmern können. Der Nahrung sieht es dann soweit wieder ganz gut aus im Moment.
Steuern tun wir auch noch. Wir sind bei 102. Mal einen kurzen Blick aufs Gefolge. Nickel und Dietz können auch mit dazukommen. Okay. Ist immer fies, dass dann automatisch pausiert wird. Hier gibt es so viele, die rumstehen. Sollen wir hier an ihrer Brauerei weiterbauen? Brett haben wir jetzt 10. Will ich das vielleicht nochmal ausbauen zu einem großen Lagerhaus? Die Frage ist nur, wer macht das? Ja, wahrscheinlich jetzt niemand. Haben wir noch Mehl überhaupt? Nee, wir haben kein Mehl mehr und kein Korn. Jetzt haben wir niemanden, der hier arbeiten kann oder die Bauarbeiten macht. Dann schauen wir mal kurz im Bauernhaus, was machen die? Die pflügen händisch. Okay, dann wird tatsächlich ja, gearbeitet im Bauernhaus. Dann ist die Frage, in der Brennholzhütte haben wir momentan auch niemanden. Holzfällerlager. Oh, wir brauchen demnächst schon wieder so viele Leute. Vielleicht können wir in der Sägegrube einen rausnehmen. Dann können die erstmal bauen und können dann hier auf dem Flachsfeld mit pflügen. Ja, der Lebensmittelstand, der muss natürlich auch neu aufgebaut werden. Das ist auch klar. Okay, dann springen wir mal einmal zurück. Ne, nicht nach Nusslohe. Achso, doch, das ist auch unser Gebiet. Deswegen springen wir dahin. Hier haben wir jetzt auch eine Familie mit dazu bekommen. Ja. Wohnen die hier? Ja, das sind jetzt aktuell alles Baufamilien. Dann würde ich sagen, wenn die Gerberei fertig ist, das sind doch wahrscheinlich... Nur laufen sie gerade alle weg. Bist du krank? Nee, der holt Wasser. Okay. Ja, es fehlt ihnen ein Baumstumpf. Alles klar. Den bringt unser Ochse da aber gerade. Holzfäller sind hier am Start. Die Sägegrube ist besetzt. Okay. Ah ja, 10 ist es immerhin schon wieder geworden. Das ist gut. Ah, eigentlich können wir auch hier im großen Lagerhaus schon wieder eine Familie brauchen. Wir wollen aber jetzt mal, dass die Gerberei fertig wird. Hier wird auch schön gearbeitet auf den Feldern, das ist doch auch gut. Ah, und hier kommt jemand an. Bringt Sachen zum Lagerhaus. Mit dem Packesel. Transportiert heute. Sehr schön. Und damit haben wir jetzt hier auch einige Kriegsbögen wiederbekommen. Das ist doch gut. So, die Frage, holt sich das schon jemand? Nee, wir müssten wahrscheinlich hier eine weitere... Wie ist denn das mit den Milizen? So, der Gerberei ist fertig. Dann werden wir die jetzt mal bestücken. Und dann werden wir hier das ändern und werden sagen, ihr sollt hier Leder tauschen. Dann springen wir auch einmal zurück und sagen auch hier, ihr sollt keine Häute holen, sondern Leder gegen Schuhe. So, hier ist jetzt der Lebensmittelstand. Hat er eine Familie? Auch verwaist ist er nicht. Das ist in Ordnung. Hier haben so manche keinen Marktstand. Das ist auch nicht gut. Wie sehen hier die Bauarbeiten aus? Machen wir mal hohe Priorität, aber ich glaube, es gibt eh keine andere Baustelle.
Okay. Haben wir hier noch was zu bauen im Moment? Ich meine nein, oder? Im Moment erstmal nicht. Wir haben ausreichend Platz für weitere Familien. Die Gerberei arbeitet. Dann würde ich sagen, die letzte Familie. Brennstoff sieht momentan gut aus. Würde ich dann mal im Forsthaus für den Moment platzieren wollen. Hier geht bald das Brot zur Neige. Was wir dann vielleicht als nächstes bauen sollten, wären Beerensammler. Oh, sind schon 40 da. Naja. Ich bin gespannt, was diese Gemüsegärten bringen. Und ja, wie viel die hier tatsächlich dann auch anpflanzen und ernten können. Ob die das überhaupt bestellt kriegen, das wäre natürlich auch nochmal interessant. Und ob wir, damit weitere Bogenschützen sich überhaupt sammeln, müssten wir vermutlich bei der Armee, weil wir sehen, das sind jetzt 36 von 36, müssten wir vermutlich sagen, da müssten wir eine neue Einheit schaffen wahrscheinlich, oder? Genau, Bogenschützenmiliz Eichenau. Das ist die Falkental. Okay, ja. Dann machen wir das und dann sehen wir, dann sind das hier drei Männer aus Eichenau, die jetzt hier mit Bögen ausgestattet sind. Zed pflügt, sucht einen Ort zum Pflanzen. Okay, dann geht es weiter an der Stelle. Was machen unsere Bauarbeiten hier? Gehen wir momentan nicht schnell genug. Brennholz. Sammeln wir im Moment gar nicht. Ich suche jetzt ein paar Leute, die wir abziehen können. Sägegrube ist auch schon nur noch eine Familie. Wo arbeiten denn die ganzen Leute? Klar, eine Mälzerei und so, aber das haben wir ja extra gemacht. Die sollen ja jetzt, wenn sie nicht in der Mälzerei arbeiten, sich hier um ihren Gemüsegarten kümmern. Wir haben zwei in der Taverne. Das wäre so eine Möglichkeit. Den könnten wir abziehen für die Sammlerhütte. Und wir brauchen eigentlich auch wieder Familien, die. Oh, schaut mal, die brauchen hier eine Familie. Das ist schwierig. Schwierig, schwierig. Das sind eigentlich viel zu wenig. Hier habe ich keine vergessen. Nee. Wenn wir hier noch irgendwie wenigstens ein bisschen Flachs ernten wollen, dann müssen wir da irgendwie ran. Was sagt unser Holz? 11. Die Bogner Werkstatt ist auch im Moment pausiert. Handelsposten können wir vielleicht noch rausnehmen. Da gibt es vielleicht nicht so viel zu tun im Moment. Ah, und wir haben in Falkenthal aber jetzt die Brauerei ausgebaut. Hier sehr schön. In so einem kleinen Holztor. Süß. Und hier können wir jetzt einen weiteren Punkt vergeben. Und ich würde jetzt hier hingehen und sagen, wir nehmen den schweren Flug. Hier eine Flugstelle hinzuzufügen. Das machen wir mal. Dann müssen wir entsprechend das Bauernhaus upgraden. Da sagen wir mal, das hat jetzt auch sehr hohe Priorität. Und dann müssen wir entsprechend einen Ochsen für eine gewisse Zeit zuordnen. Und dann kann der Familie hier beim Pflügen geholfen werden. Ja, Honig ist jetzt auch noch nicht so wirklich in Größenordnung vorhanden. Fürchte ich, müssen wir da ein bisschen geduldig sein. Hier können wir sogar auch noch hinten was anbauen. Wir können hier sogar den Wohnraum noch erweitern. Oh, das ist aber irgendwie ein sehr effizientes, platzeffizient hier. Aber den Wohnraum erweitern müssen wir im Moment nicht.
Hier haben wir hoch und hier im Bauernhaus haben wir sehr hoch. Okay, es kann natürlich sein, dass sie dann erst dorthin laufen. Müssen wir mal schauen. Als wir zuletzt hier aus dem Bauernhaus die ganzen Familien freigeben konnten, dachte ich, wir haben so viele Leute, wusste ich gar nicht genau, wie ich es verteilen soll. Ja, und jetzt sind es plötzlich wieder irgendwie ein paar zu wenig. Hier sind zwei Tiere in diesem Stall. Hier ist noch ein Anbindebalken. Und da ist gar kein Tier. Okay. Hier haben wir einen kleinen Stall. Da sind zwei Tiere. Hier haben wir die Packstation. Die hat einen Viehbestand. Ah ja, okay. Die Packstation hat dann selbst einen Viehbestand. Okay, das ist gut. Wie viele Ochsen haben wir denn hier eigentlich? Hier sind drei unterwegs. Aber auch da bis sonst wo. Ich glaube, wir sollten hier den Anbindebalk nochmal ausbauen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir da nochmal einen Ochsen zuweisen, der sich dann auch darum kümmert. Ja, hier das mit dem Pflügen, das wird ja so gar nichts. Der sich aber hier um den Pflug kümmert. So, das geht jetzt hoffentlich schnell. Das kann nicht so schwer sein. Wir haben nämlich schon den April. So, wo ist denn unsere Familie, die baut? Hier haben wir jetzt nämlich auch zwei. Schauen wir einmal nach Eichenau. Haben wir jetzt wieder eine freie Familie. Wohnraum wäre ja auch noch da. Das heißt, die müsste jetzt nicht direkt arbeiten. Sondern die könnte vielleicht im Lagerhaus oder im Speicher arbeiten. Ich tendiere zum Lagerhaus. Der Bestand sieht gut aus. Ah, ich wollte ja auch eine Beerensammelstelle bauen, ne? Ha, aber ups, jetzt kümmern wir uns jetzt erstmal um. So, jetzt werden wir hier Ochsen zuweisen, okay. Und nochmal eine weitere Familie. Und damit dürfte der Ochse hier nämlich beim Pflügen eingesetzt werden. Und wenn der Stall hier fertig ist, wird er jetzt simuliert, als wenn es den Ochsen schon länger gegeben hätte? Okay, das war krass. Will mich nicht beschweren. Ein Brennholzstand ist fertig, da sehen wir auch, dass da einiges zu tun war. Ja, ich denke, das mit den Beeren, das ist okay. Sehen, dass die hier auch weiterkommen. Bekleidungsstand ist jetzt auch noch wieder gebaut worden. Sehr schön. Das heißt aber, Bekleidung, ja, es müsste jetzt noch Leder verfügbar sein. Und dann könnten wir auch beginnen, hier die ersten Gebäude aufzuwerten. Um hier in Eichenau dann auch auf Stufe 2 zu kommen. Hier wird irgendwie immer was von einem vollen Lager erzählt, aber das ist ehrlicherweise Quatsch. Eine Sache, die mich gerade wundert. Nee, doch, das ist jetzt abgeschlossen. Nee, jegliches Gebiet. Wir hatten ja noch zum Ende der Staffel hier von dem guten Hildebold, dass er noch ein weiteres Gebiet beansprucht hatte. Das gar nicht so richtig mitbekommen, dass das jetzt abgelaufen war und er damit erfolgreich war. Schien aber der Fall zu sein. Okay. Gut.
So, Falkental, da sind wir. Okay, jetzt ist es auch richtig. Ja, das muss hier fertig gebaut werden. Damit wir da weitermachen können. Und das Thema kleiner Stall. So, jetzt wird nämlich hier auch mit dem Ochsen gepflügt. Sehr schön. Das große Lagerhaus ist jetzt fertig. Das ist auch gut. Dann können wir theoretisch hier weitere Familien nutzen. Sofern erforderlich. Und wir haben hier 74. Das heißt, wir könnten... Ja, dafür brauchen wir nicht das Herrenhaus anklicken, sondern beim Gefolge jetzt nochmal Anpassung vornehmen. Und zwar schauen, welcher der Herren... Na, wir gehen sie nochmal durch. Hier fängt schon an, Lorenz. Für 34. Und noch ein Lorenz. Ist stumm und kommuniziert nur mit Gestik. Dann geben wir ihm jetzt das Zeichen für Rüstung anlegen. Okay. Gut, dann schauen wir mal, inwieweit, beziehungsweise ich würde das jetzt ganz gerne noch mit dem Stall hier abschließen. Was macht denn so der Honig? Ist da schon was zu sehen? Ne, der wird wahrscheinlich direkt verbraucht, ne? Immer noch sehr viele Kriegsbögen. Immer noch ausreichend Schuhe. So, jetzt wird hier im Stall gebaut. Das dürfte dann auch recht schnell gehen. Okay. Dann, hier steht nämlich noch niemand, würde ich sagen, fordern wir hier nochmal einen Ochsen. Das schadet sicherlich. Sehr schön. So, und für die große Stadt sehen wir jetzt, okay, müssten wir noch einiges tun. Wir bräuchten noch 10 weitere Häuser der Stufe 1, 4 weitere der Stufe 2 und 5 weitere der Stufe 3. Wow, okay, das wäre nächster großer Schritt. Ich denke, da geht es dann eher in Eichenau weiter, wo jetzt auch ein Lebensmittelstand fertig ist, ein weiterer. Sehr gut. Ist die Frage, wer hat den Ausbaustufe 2, wäre möglich. Ah, sehr schön. Hier ist jetzt offensichtlich Leder verfügbar. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir da aber mit den zentralen Hofstätten an. Und da dürfen wir auch nicht vergessen, also die nächste Familie muss hier auf jeden Fall etwas bauen. Und ich würde sagen, die baut dann auch nochmal, wir haben nämlich 20, ein großes Gebäude, wo Gemüse angebaut werden kann. Vielleicht sogar nochmal hier nebenan. Erstmal haben wir aber die Möglichkeit, 2 Gebäude aufzuwerten. Und, nee, haben wir nicht. Bedürfnisse nicht erfüllt. Hier haben wir aber die Möglichkeit für 4 Bauholz. Oh ja, das ist gar kein Problem. Bauholz haben wir momentan jede Menge. Die haben auch noch nicht gemerkt, dass Bekleidung da ist. Dann machen wir es hier. Und wenn wir jetzt momentan so viel Bauholz haben, dann würde ich beim Holzfäller tatsächlich erstmal die Familie rausnehmen und dann die nochmal nutzen, um nochmal hier ein Wohngebäude zu planen. So, irgendwie so weit wie es geht. Ja, das ist wahrscheinlich... Nee, nee, drehen wollte ich es nicht. Schon wieder zu breit geworden. Bei einem können da 2 Familien leben.
So finde ich, sieht das platzmäßig ganz gut genutzt aus. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt hier mal wieder Regenwetter. Wie so oft. Ach, schön auch, wie dieser Baum hier so ein bisschen im Zentrum steht. Auf dem Gelände hier dieser beiden kleinen Gehöfte. Gut, und mit diesem, aus diesem Regenwetter verabschiede ich mich. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Auftakt hier zu dieser Staffel geschafft. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.